Zwischenruf. Kollege Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, hatte in der allerersten Rede heute einen interessanten Vergleich. Aber sehen Sie bitte selbst. Und da fällt mir eins ein. Ich bin vor einigen Monaten mal gefragt worden, naja, wir haben doch in diesem Land zu wenig Dynamik. Es muss doch mal was passieren. Es muss doch mal ein Ruck durch das Land gehen. Und ich habe damals geantwortet, ja, das stimmt. Wir bräuchten ein gemeinsames gesellschaftliches Projekt, sowas wie die Mondlandung oder etwas anderes. Herr Brinkhaus, das amerikanische Raumprogramm der 60er Jahre, das schlussendlich 12 Personen auf die Oberfläche des erdnähesten Trabanten gebracht hat, war der Grundstein für eine technologische Entwicklung, die unter anderem die amerikanische Vorherrschaft in den Bereichen Mikroprozessoren, Mikroelektronik, Telekommunikation und Raketenantrieb hervorgebracht hat. Leistungen, von denen die USA bis heute zehren. Was Sie als Leistung von letzter Woche hier verkaufen wollen, ist nichts weiter als ein Griff in die Mottenkiste des Sozialismus. Sie haben einige neue Abgaben erfunden, Sie sind ein bisschen kreativer bei dem, was die Bürger abdrücken dürfen. Kreativer sind auch Ihre Zuteilungen von kleinen Almosen geworden. Ich sage ein bisschen herumschrauben an der Pendlerpauschale, ein kleines bisschen zurück bei der EEG-Umlage, ohne aber die Stromsteuer anzufassen, was Sie eigentlich mal versprochen hatten. Und just am Ende noch Verbote, 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 zum Beispiel Ölheizungen und andere Dinge. Das ist mit den Leistungen der USA in keinster Weise zu vergleichen. Und um diesen Vergleich kurz zu beweisen, die USA haben es geschafft, 12 Menschen auf der Mondoberfläche zu landen. Die ESA, an denen Deutschland beteiligt ist, hat es nicht einmal geschafft, ein einziges unbemanntes Objekt auf der Oberfläche des Mondes zu platzieren. So viel zu ihrem Vergleich.